Was geht ab, Leute? Ich zeige euch heute wieder Performance Line Modelljahr 2020 mit ungefähr 65 Newtonmeter abgehen kann. Ich würde mir wünschen, dass er vielleicht noch mal 10 Newtonmeter drauf bekommt. Wir wären bei 75, aber ich zeige euch mal, wie 65 Newtonmeter so abgehen können. Weil ja der CRX Performance Line, der hat jetzt ja 85 Newtonmeter bekommen. Ja, und bis jetzt der normale, der 2020er Baujahr, bis jetzt noch nichts. Noch kein Update. Ich hoffe, dass da mal was kommt, weil er hat auf jeden Fall ein Update verdient, weil er geht schon ordentlich ab. Und das zeige ich euch mal ein bisschen. Vor allem beschleunigt er ziemlich schnell auf 25, seht ihr ja. Ja, seht ihr, wie schnell der auf 25 ist. Braucht echt nicht lang, bist du die 25. Ich muss sagen, sind schon ordentlich diese 65 Newtonmeter. Da muss ordentlich Stoff geben. Wie ihr seht, er bleibt konstant auf 26 bei gleichen Treten. Wenn ich ein bisschen mehr reintrete.
seht ihr mal, wie schnell ich auf 30 km/h komme. Bisschen reintreten. Wie ihr seht, bleibt er immer zwischen 26 und 27. Dreht mal ein bisschen mehr rein. Haben natürlich mehr km/h. Und das Schöne ist, den Motor hört man kaum. Den CRX, den hört man ja 5 Kilometer weit, so wie ich das gelesen habe. Yeah, that's right.
Wie gesagt, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Performance Line. Aber ich würde mir halt nochmal 10 Newtonmeter mehr wünschen. Das wäre halt super. Aber naja, vielleicht wird es noch. Aber trotzdem geht auch der hier ordentlich ab auf meinen schönen Cube-Fahrrad. Ich habe hier ein Cube ASAP Hybrid, wenn ich es richtig ausspreche. Richtig geiles Fahrrad. Wie gesagt, ein Intro habe ich jetzt da schon raus. Das kommt auch bald raus. Habe es jetzt noch hier. Da müssen wir natürlich abbremsen. Aber ihr seht, der Performance Line geht schon ordentlich ab. So Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, mich zu abonnieren und natürlich die Glocke aktivieren. Euer Geschwindigkeits-Chris.